Die Zuschauer sind für dieses erste Rennen der Saison sehr zahlreich erschienen. Willkommen beim Großen Preis von Australien. Was für ein toller Saisonstart für Nico Rosberg. Er steht beim heutigen Rennen auf der Pole Position. Das Ergebnis des gestrigen Qualifyings wird ihn sehr gefreut haben. Er weiß aber auch, dass es hart wird, das heutige Rennen zu gewinnen. Rosberg muss sich auf die vor ihm liegende Aufgabe konzentrieren. Er hat eine starke Ausgangsposition. Und wenn er nach den ersten paar Runden die Nase vorn behält, kann er einen Vorsprung herausfahren. Ich glaube, er hat gute Chancen auf den Sieg, wenn sein Auto mitspielt. Sieht so aus, als habe Danny Quert an diesem Wochenende die Oberhand über Danny Ricciardo. Er liegt wirklich gut in der Spur. Den Russen darf man nicht unterschätzen. Er ist an diesem Wochenende richtig gut drauf und scheint auf der Rennstrecke mehr aus dem Red Bull herausholen zu können als Ricciardo. Aber wie kann er diese Leistung im Rennen umsetzen? Maldonado und erste Kurve, das ist Crash-Potenzial pur. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zur Let's Play Formel 1 2015. Ja, genau, wir haben Position 7, eigentlich ein bisschen mehr als ich erwartet habe. Aber wir haben auch einen guten Vorsprung auf Daniel Quert, Ricciardo weit hinten. Also ich tippe mal hier, Position 7 könnte unser Ziel werden. Die beiden Williams sehe ich ein bisschen außer Reichweite. Von den Ferraris und Mercedes möchte ich erst gar nicht anfangen zu reden. Ja, ich bin mir ziemlich unsicher, ob wir eine 3-Stop- oder eine 4-Stop-Strategie fahren. Das Team schlägt auf jeden Fall eine 3-Stop-Strategie vor. Die wollen also ziemlich genau, dass ich lange auch mit den Primes fahre, mit denen ich hier nicht so sehr Probleme hatte mit dem Lotus. Ich hatte da eher die Probleme mit den sogenannten Options. Also da müssen wir echt mal schauen, wie sich das Rennen so entwickelt. Vielleicht wieder eine Kollision in der ersten oder zweiten Kurve. Dafür bin ich ja jetzt mittlerweile schon so ein bisschen bekannt, ne? Ich fahre auch nicht ohne Grund für Pastor Maldonado. Dann wollen wir mal. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Und ich habe schon wieder gemerkt, das Lenkrad hat das Gaspedal wieder anders angenommen, als es normalerweise ist. Also den Quert möchte ich ja da schon gerne nicht vorbeilassen, wenn es geht. Und das haben wir auch sehr gut geschafft. Also Position 7 verteidigt. Weiter nach vorne ging es jetzt erstmal nicht. Bottas, Massa, Vettel. Dann Raikön. Ich denke mal, dass Rosberg die Führung behalten hat. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Sehr schön. Gut, Benzin. Mal schauen, wie sich der Lotus in Sachen Benzin so verhält. Ich würde jetzt mal so tippen, so ähnlich wie der Force India. Der Start war eigentlich in Ordnung, obwohl mir das Gaspedal wieder mal halb verhauen wurde vom Spiel. Also der erste Gang, da habe ich wieder deutlich gespürt. Da hat wieder etwas nicht gestimmt. Okay, Quert sollte ich eigentlich mit der besseren Topspeed hinter mir halten können. Wir schalten mal kurz auf Fett. Beziehungsweise wir wollen attackieren. Vielleicht kriege ich sogar einen der beiden. Der Schlusssektor war aber mein Knackpunkt. Mit der verwirbelten Luft merke ich das natürlich noch mehr. Grosjean war auch von 12 gestartet. Mal schauen, ob der sich da vorn verarbeiten kann oder nicht. Schweres Auto und 58 lange Rennrunden. Boxenstoppfenster. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Ich möchte jetzt eigentlich noch nicht wirklich Benzin rauskloppen. Ich möchte eigentlich versuchen, hinter Bottas zu bleiben. Ah, Benzin scheint sehr hoch zu sein. Bei dem Lotus. Nach dem aktuellen Stand jetzt. Wichtig ist eigentlich versuchen dran zu bleiben an Bottas und Massa. Weil nur so habe ich dann eigentlich noch mal eine Chance, da nochmal anzugreifen. Wenn ich es wirklich möchte. Die Bremsen. Das beträgt 90 Kilogramm. Ich wiederhole, 90 Kilogramm Benzin an Bord. Das Benzin ist das eine Thema. Rankommen das andere und vorbei kommt noch mal ein anderes. Fahrer vor mir. Bottas liegt vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Du verlierst pro Runde etwa 7/10. Jetzt also 7/10 die erste Runde schneller gefahren als ich. Das heißt, 7/10 war am Anfang der Vorsprung. Also eigentlich möchte ich eigentlich nicht Benzin versuchen rauszukloppen, sondern ich möchte eigentlich versuchen, im Windschatten trotzdem hinterher zu fahren. Ja, hier merkt man die Schwäche des Lotus, sind das ganz klar die schnellen Kurven. Quert muss abreißen lassen. Massa vor Bottas. Die Ferraris können sich auch noch nicht absetzen.
Schlusssektor war eigentlich mein Nachteil. Auf die Führenden gesehen. Bin mir auch ziemlich sicher, dass wir einmal überrundet werden. 29.0. Und wir fahren eine 1, 29.9. Unser Saisonziel. Unser Saisonziel ist Position 6 zu werden in der Fahrer-WM. Und da sag ich mal nur vom Team oder von Codemasters, gute Nacht. Ja. Oh, wir sind sehr weit draußen. Ja, der Wilms ist natürlich Top Speed stark, da haben wir gegen den Bottas eigentlich keine Schnitte. Die muss ich eigentlich versuchen, wirklich in der Boxengasse zu überholen. So leid es mir auch tut für euch. Aber so ist das nun mal. Sobald wir Manu überrunden, gehe ich heute auf das heutige Gesprächsthema ein. Nämlich Pascal Wehrlein hat bei Manu unterschrieben. Das kam heute raus. Na, vielleicht sogar der fünfte am Eingang besser. Fahrer hinter mir. Ich muss eigentlich wegfahren, weil er wird eigentlich einen Boxenstopp sparen wollen als ich. Ich sehe die beiden Ferraris noch, das wundert mich so ein bisschen. Und ich sehe Massa und Bottas auch noch vor mir, und zwar deutlich. Ich glaube sogar, dass der Bottas auch schneller könnte als sein Teamkollege. 28.8. Der Sprit wird knapp. Geh es jetzt langsam an, damit wir das Rennen noch zu Ende fahren können. Ja, alles klar, Chef. So, mit der bleibe ich natürlich noch um einiges besser dran. Und ich kann mich natürlich auch so von Kvyat weiterhin absetzen. Das sind da maximal so 2-3 Zehntel, die ich da noch mehr finde. Aber dranbleiben. Dranbleiben ist die Devise. Boxenstoppfenster. Dein Boxenstoppfenster ist in 7 Runden geöffnet. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Der vordere linke fängt schon an abzubauen. Nach guten 4 gefahrenen Rennrunden. Ja, Prost Mahlzeit hier. Team mit eurer 3-Stopp-Strategie. Also mich wundert, dass ich das Tempo der beiden Williams mithalten kann. Aus dem ganz einfachen Grund, das hat sich in Qualifying jetzt nicht so ergeben. Das war ganz klares Abkürzen. Da muss ich mir selber auf die Fahne schreiben. Aber die Kurve lädt auch so ein bisschen ein. Triffst du mich den Scheitepunkt zu spät, dann kommst du zu weit raus, verlierst insgesamt Zeit. Machst du die Lenkung zu früh auf, kommst du aber in der Regel auch zu weit raus. Also das ist eine ganz schwierige Rechtskurve. Hört sich jetzt paradox an. Wenn man zu früh oder zu spät anlangt, verpasst man quasi den Ausgang der Kurve. Ja, ist wirklich so. Weil der Winkel nicht stimmt. Weil wenn du zu früh einlenkst, dann möchtest du korrigieren. Okay, ich verbessere mich noch. Jetzt kommt da vorne ein Angriff. Zwischen Massa und Bottas. Da hört sich der Motor ganz extrem schlecht an. Die beiden Ferraris können sich auch nicht absetzen von uns. Gut, auf Maga möchte ich jetzt eigentlich nicht fahren. Ist das der Williams-Motor oder ist das der Lotus-Motor? Hört ihr das? Ganz komischer Sound. Massa wird, glaube ich, langsamer hier vorne. Von uns dreien. Alter, wie der Bottas besser raus beschleunigen kann aus der Kurve. Guck, ob der sogar hier angreift. Jetzt versuchen mit mehr Schwung. Boah, da muss ich in die Eisen gehen. Weil da vorne hätte es fast gekracht. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Hier hätte ich so ein bisschen Schiss im... Ja, man merkt, wo die Zeit im letzten Sektor rausholen. Das ist die letzte Kurve. Gerade der Bottas, okay, bei dem spüre ich das richtig. Der ist aber auch eine Sekunde nur hinter Masse. Nur noch 13, das ist ja nicht mehr so viel.
Aber das wird sozusagen das Ausdauerrennen gegen Kwiat. Ausdauerrennen in dem Sinne, bei der Boxenstopp sparen wird. In 3,8. Okay, den zweiten sollte ich hier nicht runterschalten. Jetzt bauen meine Hinterräder aber auch schon langsam ab. Ah, Sprit tue ich auch nicht wirklich sparen mit dem Lotus. Also, wirklich Sprit sparen konnte ich eigentlich nur mit dem Force India, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das geht mit dem Lotus auch nicht so wirklich. Ihr könnt euch gegenseitig da vorne abschießen, ja? Okay, hat da so ein Überholmanöver gestartet. Bestimmt so ein ähnliches wie der Bottas das hier versucht. Die beiden Ferrari sind auch noch in Reichweite. Also das gibt mir immer noch Wunder, ne? Also die Verein Ferrari waren auch nicht so wirklich Renntempo, hier habe ich so ein bisschen das Gefühl. Naja, lass mich in Ruhe. Da bleiben von zwei Fahrern die Reifen stehen, von Bottas und von mir. Boah, Jungs und Mädels, fahrt ihr langsam gerade. Also wenn die zu zweit durch die Kurven fährt, dann sind sie ja schneckenhaft. Der Fahrer, Kwiat holt nämlich jetzt auf. Weil wir natürlich jetzt deutlich Zeit verloren haben im ersten Sektor. Jo, auf der Hinterachse. Aber auch momentan nur auf der Hinterachse. Wir kommen an Massa und Bottas einfach nicht vorbei, aber ich könnte auch nicht so wirklich schneller als die beiden. Ich hole immer in den Kurven was auf. Wo habe ich mich ja nicht mit dem Force India geprügelt? War das auch schon mit den beiden Williams? Und der Lotus ist sehr ausgewogen. Boxenstopp-Fenster. 3. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Ich glaube, Mass hat jetzt reagiert. Wenn ich jetzt natürlich in die Boxen reinfahre, dann habe ich das Problem, dass ich wahrscheinlich mitten im Verkehr rauskomme. Das ist immer das Problem an einem Undercut, beziehungsweise am ersten Undercut, das Thema Verkehr. Also mit dem Red Bull weiß ich ganz genau, wo ich stand. Ganz knapp bei Rosberg und Hamilton. Fahrer hinter mir. Ich wollte noch einen Gang runterstellen, da wäre wieder im zweiten gelandet. Also abgebaute Räder, das merke ich jetzt natürlich nicht so wirklich mehr mit einem Fahrzeug, auch nicht mit dem Lotus. Das war ein bisschen zu spät gebremst, das meine ich damit. Dann fängst du an, diese Kurve nämlich abzukürzen. Kommst aber trotzdem zu weit raus und dein gesamter Schwung ist trotzdem weg. Also wenn du die Linkskurve schon nicht bekommst, dann ist die nachfolgende rechts eigentlich... Es ist eigentlich egal, ob du abkürzt oder nicht, du verlierst sowieso Zeit. Ah, fangen die jetzt an, ein bisschen schneller zu fahren als ich. Drei Sekunden auf Kwiat. Die Frage ist, wo komme ich raus? Und das kann ich leider nicht sehen. Drei Zehntel ist gar nichts. Jetzt muss ich reißen lassen. Der vordere Linke fängt an abzubauen nach 9 gefahrenen Rennrunden. Gut, die haben noch Qualifying drauf, deswegen 12. Also 12 Runden halten, wenn wir die Options, dann brechen sie eigentlich jetzt ein. Boxenstopp-Fenster. Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich übernächste Runde, also Runde 11. Ziehen wir Options auf. Noch 50 Runden.
Boah, Vierschubstrategie ist natürlich brutal. Aber wenn ich merke, die Reifen bauen ab, eine 10. Runde schaffen sie auch noch und dann ist Feierabend. Ja, schon wieder zu weit innen. Ja, die ist schwierig zu nehmen. Ich wiederhole mich da. Na gut, die beiden Ferraris sehe ich jetzt nicht mehr. Jetzt kommt dann doch der Unterschied. Da komm, eine fahre ich noch und dann fahre ich aber auch rein. Ah, kein DRS mehr, habe ich mal was gedacht. Okay, bei dem Tempo und den Einstellungen wird das Benzin nicht für ein Finish reichen. Du solltest die Mischung herunterschalten. Der vordere linke, das heißt in Rechtskurven spüre ich den Reifen schon. Und 2,9 ist deutlich zu wenig gegen deine Quert. Jetzt bin ich hier im Forsten ja wirklich 3 gefahren? Ich weiß es schon alles nicht mehr, ist schon so lange her. 2, 3, 4. Fahrer vor mir. Bottas vor dir. Der Abstand beträgt 2 Sekunden. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Noch 49 Runden. Ja, mittlerweile weiß ich das. Wir werden aber schon reinkommen. Ich habe auch nicht mehr hinten die Traktion, die ich unbedingt brauche, um noch wirklich schnell zu fahren. Aber ich denke mal, dass uns auch die beiden Mercedes überrunden werden. Und ich möchte da jetzt halt nicht drauf setzen. Also sprich im Sinne von minus eine Runde Benzin. Okay, der Körper hätte mich fast zum Dreher geführt. Reifenzustand schlecht. Schlecht. Du hast es erfasst und deswegen wechseln wir eine Runde früher. Also 13 Runden maximal im... Also 13, 10, 23, 36, 49. Es wird schon fast eine Vierschubstrategie. Oh, Force India kommt auch schon rein. Also die beiden scheinen sich wirklich nicht viel zu geben. Verstappen, Perez, Sainz. Okay, ihr habt auch umgeswitcht. Auf 4. Boxen. P13. Und Grosje auch drin. Also ich muss 4 Stop fahren. Boxenstopfenster. Die Reifendaten sehen soweit gut aus. Die Reifen sollten um Gottes Willen durchhalten. Die Reifenverschleißraten sind niedriger als erwartet. Nein. Alter, ja, jetzt merke ich den neuen Reifensatz. Boxenstopfenster. Boxenstopfenster. Angenommen, okay. Aber kommt jetzt nichts. Das Team plant um. Okay, 11. 11 habe ich gehört. Bin ich mit einverstanden. Ich habe eigentlich ein bisschen Glück, dass hier ein bisschen freie Fahrt ist. So, jetzt muss ich natürlich auf Bottas und Massa was aufholen. Am besten diese eine Runde. Ricciardo, der tut sich schwer. Sehr schwer sogar. Also es sind welche in der Boxengasse gerade. Okay, Ricciardo sollte ich bekommen. Im Verlauf des Rennens. Ich gehe eh davon aus, dass der in die Boxengasse abbiegt. Ah ne, ist ja ein Red Bull. Haha, der biegt nicht in die Boxengasse ab. Da vorne kommt, glaube ich, ein Williams gerade raus. Ja, in Form von Massa. Damit durch den Undercut die Position gewonnen. Hier mache ich dir mal ganz schnell die Tür zu, Herr Massa. Sainz wäre der Nächste. Schönes Überholmanöver. War es dann doch auf der Strecke und nicht in der Boxengasse. Wie anfangs erst vermutet. So, Sainz ist jetzt richtig langsam unterwegs. Den werden wir jetzt gleich ausbeschleunigen.
Jetzt fahre ich den langen Weg und krieg ihn aber. Jetzt machst du auch noch Wissen hinter mir. Da wehrt sich der Science aber hoffentlich ein bisschen besser. Ne, doch nicht. Auch vorbei. Ich bin jetzt gerade erst über Skat und Ziel gefahren. Quert hat sich gerade mit einem Überholmanöver auf P1 gesetzt. Nein, die sind alle in die Boxengasse abgewogen. Wo ist Bottas? Da ist Bottas, den haben wir auch bekommen. Fahrer vor mir. Raikönner liegt vor dir. Der Abstand beträgt 10 Sekunden. Noch 46 Runden. Was haben die so viel Vorsprung doch heraus? Ne, davon ist er doch. Okay, wir haben noch 70 Kilo Benzin übrig. 70 Kilo. Also wenn ich Sechster werden will, muss ich immer beide Williams schlagen, ne, Team? Das halte ich auf manchen Strecken halt für Hanebüchen. Ja, jetzt müssen wir ja Benzin sparen. Oh. Na gut, die Williams werden in der Regel nicht überrundet. Und ich fahre momentan deren Tempo. Die sind in Runde 12 bzw. 13 reingefahren. Also die könnten 3 Stops fahren. Alter, das Spiel gibt mir doch mal eine Verwarnung dafür. Da gebe ich mir mal selber jetzt eine Verwarnung für. Ich erinnere mich nur, dass hier mir die in der dritten Saison die TV-Cam abgeschmiert ist. Das weiß ich noch. Quiert führt wirklich. Kurzes Update zu deinem Auto. Die Reifen sehen sehr gut aus. Momentan musst du dir keine Gedanken wegen der Abnutzung machen. Der ist auch noch nicht reingefallen. Der fährt auf jeden Fall 3 Stops. Der Wagen hinter dir fährt im mittleren Drehzahlbereich. Mittlerer Drehzahlbereich beim Wagen hinter dir. Genauso wie ich. Das ist nichts Neues. Ich muss eigentlich hoffen, dass der Bottas noch mal ein bisschen näher kommt. Dass der Bottas so ein bisschen seinen Teamkollegen ärgert. Fahrer vor mir. Raikönner vor dir. 4 Sekunden Abstand zwischen euch. Du holst pro Runde mehr als 5 Sekunden auf. Ja, wäre schön, ne? Da müsste ich ja laut deiner Ameisenrechnung gleich dran sein. Oder? Laut seiner Rechnung, ja. Ja, nicht mehr lange. Na gut, der verliert natürlich jetzt auch deutlich Zeit und das kostet Reifen. Aber nicht in diesem Spiel. Gut, es sind noch 3/4 Benzin des Startbenzins im Tank. Noch 3/4 der Benzinlast. Ja, das meine ich damit. Kriegst die Kurve nicht, wie du sie sollst. Fährst du auch zu weit raus. Also das ist die Krux an der Kurve. Weil du möchtest so gut wie es geht raus beschleunigen. Für die nachfolgende leichte Gerade. Ich glaube nicht, dass die vier Stops einlegen hinter mir, die beiden. Hamilton hat gerade die Führung übernommen. Weil Quert in der Boxengasse ist. Nee, doch nicht. Der fährt immer noch weiter, okay. Rundenzeiten sind im Moment eine Sekunde schneller als deine. Eine Sekunde. Ja, ich muss mich jetzt schon wieder nach hinten orientieren. Rückstand pro Runde um 5/10. Ich merke das. Dass mir der. Nur 5 Sekunden vor dir. Dass mir der Massa näher kommt. Also mit dem Force India könnte man sich auch bei denen leichter vorne halten. Ich musste eigentlich dann abreißen lassen, wo die Reifen abgebaut haben. Und bei mir haben sie schneller abgebaut als bei den beiden Kollegen hinter mir. Wetterbericht. Alles klar. Ja, wie gesagt, Pascal Wehrlein hat unterschrieben bei Manor und er sagt selber zu sich, er setzt sich selber hohe Ziele und ich setze mir gleich als Ziel, da nicht mehr abzukürzen. Oh, ich kann es aber irgendwie nicht sein lassen. Tut mir leid. Ja, der hat sich selber hohe Ziele eingesetzt und zwar Punkte. Gut, die fahren natürlich jetzt mit Mercedes. Motoren und Getriebe von Williams, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass das Chassis vielleicht gut ist. Das ist nämlich die Krux dabei.
Du musst natürlich auch ein gutes Chassis haben, was gut um die Kurven kommt, um konkurrenzfähig zu sein. Apropos konkurrenzfähig zu sein. Oh, die Kurve hat es in sich, wenn man da außen ist. Der vordere Lenker fängt schon wieder an abzubauen. Jetzt kommt Bottas von hinten. Da haben die Hinterräder blockiert. Als wenn ich eine Handbremse angezogen hätte. Wieso bin ich auf Position 5? Achso, stimmt. Ja, beide Ferrari. Ja, Kvyat ist ja wieder weg. Kvyat ist also abgebogen. Nach langer Zeit. In Runde 16. Ja, 16:32 durch. Der wird aber viel Zeit auf den sogenannten Primes verlieren. Boxenstoppfenster. Sechs Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Beim nächsten Boxenstopp zieh dir Options auf. Noch 43 Runden. Mein Stint auf den Primes versuche ich so kurz wie möglich zu halten. Weil ich fühle mich mit dem Options wieder deutlich wohler als im Qualifying. Mit dem Lotus. Das finde ich auch immer interessant. Am Anfang hatte ich hier richtige Probleme, im Rennen Fuß zu fassen. Gut, habe ich immer noch mit den Primes, aber sonst bin ich eigentlich schon mittlerweile auf dieses hohe Niveau, was die KI wieder fährt. Untersteuern, schönes Untersteuern. Braves Untersteuern, hallo Massa. Die Kurve gibt er jetzt nach und dann kommt es zur Kollision. Ne, doch nicht, schade. Das war so ein bisschen meine Hoffnung. Gestern der Bottas reinrauscht. Obwohl, ne, warte mal, wenn ich Sechser werden soll, dann muss ich nur einen Williams der beiden schlagen. Okay, das wird hauptsächlich mal, glaube ich, Master sein, weil Bottas ist ja doch ein Stück stärker programmiert. Fahrer vor mir. Ja, 8 Sekunden, der fällt mir jetzt weg. Ganz klar war sonst aber ihr erster Sektor mein Sektor. Der hintere linke baut auch schon ab, der hintere rechte auch. Also die Hinterräder beansprucht der Lotus auch, zum Beispiel mehr als der Red Bull. Hat natürlich auch was mit der Motorenleistung zu tun. Aber im Quervergleich zum Beispiel zum Force India gibt der sich da auch nicht viel. Ich glaube, Massa hat jetzt Tempo rausgenommen. War ich überhaupt auf Standard? Ja, ich war auf Standard. Aber wirklich, Benzin tue ich nicht sparen. So, der Messpunkt ist schon vorbei. Ich denke mal, dass ich die Sekunde noch auf Masse hatte. Jetzt wären zum Beispiel die Rundenzeiten von Kvyat interessant. 30,4 fahre ich momentan. Aber nur 0,8, da sollte der Windschatten schon spüren. Warum wird der grün angezeigt? Vettel jetzt auf der 4. Der Wagen hinter dir fährt mit hohen Drehzahlen und Mischung 3. Der hat dich im Visier. Da kamen wieder die Hinterräder an. Okay, Master fährt mit voller Drehzahl. Merke ich leider nicht viel von. Da vorne ist irgendjemand langsam. Das ist ein Ferrari, das ist Vettel. Der ist sehr langsam, der hat einen kaputten Frontflügel. Und die KI hat da grundsätzlich ein paar Probleme mit. Siehe Massa gerade im Rückspiegel. Aber ich würde den Vettel nicht abschreiben, der kann auch von hinten kommen. Bin ich mal gespannt, was da passiert ist. Vielleicht ein teaminterner Duell oder eine Überrundung. Ich würde auf eine Überrundung tippen. Ja, da vorne ist auch ein Manor. Das war Pascal Wehrlein. Das ist ja der erste neue Tat. Nein, das glaube ich eher nicht. Das war wahrscheinlich Roberto Meri. Hamilton ist gar nicht so weit weg. Also Hamilton, der hat jetzt, ja gut, keine 20 Sekunden. Boxenstoppfenster. Du hast 4 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. 4 Runden war das jetzt, oder? Darfst du auch nicht so weit rauskommen, da kommt man auch schon fast das Heck an. Klar, fährt natürlich jetzt in der Box, schenkt uns dadurch natürlich einen Platz.
Und das Ziel ist auch, Vierter zu werden von Team. Also, das Ziel habe ich am Anfang für sehr hoch gegriffen. Gedacht. Okay, bei dem Tempo und den Einstellungen wird das Benzin nicht für ein Finish reichen. Da geht mir damit schon wieder auf den Zeiger. Nein, wir werden sie nach dem Boxstopp nochmal hochdrehen. Nur damit ich dich auf die Palme damit bringe. Wollte gerade sagen, und Eric Bouillet auch, aber der ist ja gar nicht mehr der Teamchef. Das, der ist ja jetzt bei McLaren. Wer ist denn der neu eigentlich bei Lotus gewesen? Beziehungsweise jetzt bei Renault. Da war er, selbst da weiß ich es nicht mal. Das wusste ich selbst früher nicht mal. Im Jahr 2005 oder 2006, wo noch Alonso gefahren ist. Das wusste ich auch nicht. Aber die bei Lotus haben sie auch nie in Szene gesetzt dafür. Eric Bourget, da wusste man das irgendwie. Ich weiß auch nicht. Der ist halt also sehr oft in den Medien vertreten. Wir haben noch 60 Kilogramm Benzin übrig. Ich würde einige sagen, das sind dann noch 60%. Das stimmt nicht so ganz. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Vettel jetzt erst drin ist. Und Raikön war nicht drin. Und wäre ich jetzt Dritter. Also, Mary. Ja, ich habe jetzt eine Überrundung vor mir. Mit Roberto Meri. Den sehe ich nicht im zweiten Mano-Cockpit. Das wird, glaube ich, heiß umkämpft. Da sehe ich auch keinen Maldonado mehr. Die Geschichte ist durch. Gut, die Frage ist jetzt, was hatte jetzt auch der Massa? Hat der mehr Zeit dadurch verloren oder nicht? Einer ist jetzt auch schon ausgeschieden. Mein Teamkollege wieder in der Box. Also der fährt auch 4-Stop-Strategie. Also ich habe schon mal einen geringeren Reifenverschleiß als mein Teamkollege. Sorry, Chef. Ich muss ja mal ins Board fallen. Ja, aber nicht mehr lange. Also wenn wir hier Vierter... Wenn wir hier Vierter werden, dann muss ich die Ziele, glaube ich, bei Spanien und gerade auch Monaco höher schrauben. Monaco wird auch wieder so ein Ding werden mit dem Lotus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, jetzt bohren meine Reifen wieder ab und dann kommt Bottas wieder näher. Das merke ich dann doch deutlich. Ich glaube, Bottas kam zwei Runden später rein. Also der könnte wirklich 3 Stops fahren. Auch da hat sich Untersteuern angekündigt. Bin ich ja mehr in die Kurve reingerutscht als gefahren. Also ich erwarte von Pascal Wehrlein, dass er muss einen Punkt holen, weil sonst geht er unter. Sonst, er muss sich ins Gespräch bringen, genauso wie Verstappen sich ins Gespräch gebracht hat. Bringst du dich nicht ins Gespräch, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. Auch Sainz hat sich immer sehr oft im Gespräch gebracht, wegen seinem Teamkollegen auch, Max Verstappen. Also die Toro Rossos haben natürlich geglänzt. Nasa zum Beispiel, der ist ein bisschen so wieder untergegangen. Er war nicht mehr so präsent, liegt vielleicht auch ein bisschen am Auto. Hat aber auch nicht mehr so wirklich gezeigt, was er konnte gegen Ericsson. Das hat so am Ende der Saison erst schleifen lassen. Das war so, glaube ich, so ein kleines Problem von Nasa. Mein Problem heißt gleich Bottas im Rückspiegel. Dass der immer größer wird. Ich fahre auch die Kurven immer weiter raus. Boxenstoppfenster. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich nächste Runde. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 38 Runden. Gut, ich werde mich jetzt noch nicht gegen wehren. Ach, dahinter ist der Master, der hat nicht so viel verloren. Fahrer hinter mir. Ich könnte fast schon wieder kontern. 2 Sekunden Abstand zwischen noch 37 Runden. So, das nennt man jetzt mal Spritsparen. Im Windschatten fahren und auf Mager fahren. Das kostet mir keine Zeit. Das Team will, dass du früher schaltest. Sie denken, das wird Benzin sparen. Nee, Windschatten, das... spart nämlich auch Benzin. Du solltest vielleicht auf eine niedrigere Benzinmischung umschalten. So wie im Moment kommen wir eventuell nicht ans Ziel. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Schränke abkürzen drin hätte,
Ich glaube, ich hätte schon eine Strafe kassiert. Und das und es wird kein Duell hier gegen die beiden Williams sein. Das muss ich auch mal dazu sagen. Weil dann wäre ich jetzt nicht auf. Dann würde ich nicht dieses hohe Tempo fahren können. Ja, boah, die Reifen wurden nämlich extrem ab. Aber die fangen relativ früh an abzubauen. Früher zum Beispiel mit dem Red Bull. Das ist sehr Force India-lastig. Also die geben sich wohl auch nicht viel. Gott, das fährt weiter, okay. Och, die Boxengasse wird am Limit gefahren. Oh, Massa kommt auch rein. Okay. Dann sehe ich die aber auch auf eine Vierschritt-Strategie. Zumindest den Massa. Los geht's. Du musst an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Naja, abwarten. Ja, dafür, dass ich mich nicht wegdrehe. Das Kwiat, ja gut, ja, den kriegen wir ja locker. Auch mit einem Stop mehr. Was hat denn der für Zeit verloren? Den müssen wir eigentlich versuchen, schnell zu bekommen. Der Kwiat. Ich habe eigentlich nicht, so gesehen habe ich nicht viel Zeit gegen Bottas verloren. Gut, da war die Vettel-Aktion. Scheinen sich da vorne mal zu duellieren im ersten Rennen. Das sieht man gerne oder das hört man auch gerne. Ja, eure Meinung zu Pascal Wehrlein, was erwartet ihr von ihm? Also gut, Punkte wird aber trotzdem mit der Manu sehr, sehr schwierig sein. Das Team Haas kommt noch dazu. Die Mittelfeldteams sind eigentlich immer sehr gut gesetzt. Zuverlässigkeit ist relativ hoch schon in der Formel 1. Also was die Benzinlast angeht, haben wir an diesem Punkt noch etwa 60% des Startbenzins übrig. Noch 60% Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Aber wenn wir zum Beispiel gegen die Williams fahren, dann finde ich das eigentlich ein gutes Zeichen. Mit dem Force India kam ich so mit dem Heck nicht so wirklich zurecht. Da komme ich mit dem Lotus schon besser zurecht. Das muss ich schon sagen. Also der. Da ist Bottas. Der fährt auch 4 Stops. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass die auch 4 Stops fahren müssen. Also wir sind auf der gleichen Strategie wie die unterwegs. Ja, super. Und ich hole nicht so wirklich was auf Kwiat auf. Ach, das hätte ich auch ohne die Info gewusst. Zum einen möchte ich mich jetzt versuchen abzusetzen. Zum anderen möchte ich auf Quert jetzt auch langsamer auf und an ihm vorbeikommen. Aber der hat auch noch nicht so alte Reifen drauf. Ich glaube, der ist in Runde. Boah, wann ist der reingekommen? 16, 17? Relativ spät. Und fette Ding, der wird, glaube ich, auch doch kein Thema mehr werden. Weil wir fahren hier so ein hohes Tempo mit den Williams. Gott, viel zu früh den 7. hochgeschaltet. Da wollte ich gar nicht. Ja, den werde ich mir jetzt schnappen. Der Red Bull ist ein Leichtgewicht auf der Geraden. Sollte aber ihm so viel Platz lassen, genau, dass er vor Bottas wieder reinfindet. So, deine Reifen sollten noch eine Weile durchhalten. Sei nur vorsichtig in den schnellen Kurven. Boxenstoppfenster. Will ich mich relativ schnell absetzen. Na, ja, super, dass man die Runden nicht gesagt. Oh, wir nähern uns langsam der Halbzeit. Ich kann meinen kleinen Polster jetzt rausfahren. Der Sprit wird knapp. Geh es jetzt langsam.
Scheiße, Bottas ist schon vorbei. Das ging dann doch zu schnell. Habe ich mich gedacht, der kann sich doch die Gerade wehren. Und durch die Kurven kommt der Red Bull deutlich besser, auch mit angefahrenen Reifen, als der Williams. Also wenn das Ricciardo gewesen wäre, ich glaube, da hätte es besser funktioniert. Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. Nur eine Sekunde Abstand. Noch 33 Runden. Ja, Remeri, lass mich bitte durch. Bitte, 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 bitte. Naja, aber noch nicht so, obwohl es geht gerade so. Noch. Jetzt machen wir den Bottas bitte zu. Danke. Und dann macht er den Sperren weit auf. Gut, ich guck grad viel nach hinten. Fahrer vor mir. Was, nur 13 Sekunden? Nur 13 Sekunden nach 26 Runden. Fahrer hinter mir. Ist nicht viel. Weil ich muss irgendwann das Benzin sparen. Boxenstoppfenster. Acht Runden. Also Runde 34. Und dann nochmal die Options drauf. Rosberg jetzt erst über Skatzi mit 1.28.2. 28.9 bin ich gefahren als schnellste Rennrunde. Das ist gar nicht so schlecht. Kommt über Runde aus der Boxengasse, keine Panik. Da kommt Stevens gerade aus der Boxengasse raus. Kollege, gib mir ein bisschen Windschatten. Ja, man sucht nach dem letzten Strohhalm. Also wenn ich hier Vierter werde, dann... Boah, hätte ich nicht damit gerechnet. Ich habe Platz 7 ausgeschrieben. Was man doch merkt, dass der Massa ein bisschen schlechter ist als der Bottas im gesamten Spiel. Wetterbericht. Ich möchte keinen Regen. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Aber die Wolken sagen momentan noch so ein bisschen, nö, da kommt kein Regen. Das finde ich auch gut so. Die Reifen bauen noch nicht ab. Okay. Der war aber doch noch nicht in der Boxengasse drin. Ne, jetzt führt Rosberg wieder. Und jetzt kann ich die Kurve im fünften Gang fahren. Auch merkwürdig. Was gab's heute sonst noch? Wie gesagt, Italien Grand Prix in Monza. Der steht immer noch nicht so ganz fest. Also der steht immer noch auf wackeligen Füßen. Ob er drin bleibt oder nicht. Ich fahre wirklich momentan ein bisschen schneller als Bottas. Fährt er nicht mit voller Drehzahl oder fährt er auf Mager oder wie schaut's aus? Da muss ich mich eigentlich im Kopf fassen, warum ich das im Qualifier nicht geschafft habe. Oder ist der Lotus im Qualifier echt schlechter als im Rennen? Das wäre auch eine interessante Eigenart. Dass das eher ein Auto ist, was im Renntrim besser funktioniert. Der ist angeblich nur 6 Sekunden weg, der Raikön. Wohlgemerkt, der fährt. So wie im Moment kommen wir eventuell nicht ans Ziel. A, der fährt mit einem Ferrari. Und B, der macht einen Boxenstopp weniger als wir. Also Piano. Rechnet da nochmal locker 20 Sekunden drauf. Dann stimmt die Messung schon eher. Massa musste ein bisschen abreißen lassen. Gut, Quert ist sowieso jetzt Geschichte. Auch wenn der Boxenstopp spart, ist der Geschichte. Weil den haben wir schon herausgefahren. Also jetzt hat er mich im Visier, sehe ich das richtig? Okay, wir sind bei der Hälfte unserer Benzinlast. Bei der Hälfte.
Ja, er hat den Rückstand um 14. verkürzt. Ja, wie denn? Du sagst mir jedes Mal, ich soll Benzin sparen, ja? Ich soll auf Mager fahren und jetzt soll ich mich absetzen. Na, du hast Wunschvorstellungen. Wenn wir hier auf Experte oder auf Anfänger fahren würden oder auf Profi, würde ich mich auch noch absetzen und zwar locker. Da würde ich vorne wegfahren. Auf Experte, gut, da sind die 2 Sekunden langsamer. Dann könnte ich auch noch absetzen. Ich aber auch vorne. Also im Lotus wäre ich hier auf Platz 1. Auf Experte, bin ich mir ziemlich sicher. Mein Teamkollege ist schon wieder in der Box. Boah, der fährt ja fast 5 Stop. Also ich will nicht wissen, was der Grosjean da hinten treibt. Von hier aus sehen deine Reifen noch astrein aus. Sag Bescheid, falls sie zu sehr nachlassen. Die haben noch keine Äste bekommen. Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Noch 30 Runden bis zum Ende des Rennens. Den sollte ich aber nicht ziehen lassen. Also ich sollte mich doch ein bisschen wehren. Raikönens Rundenzeiten sind im Moment eine Sekunde schneller als deine. Eine Sekunde. Ich konzentriere mich aber eher nach hinten, nicht mehr nach vorne. Also es ist das, was auch fett und schneller fährt hier. Die Frage ist, wie lange kann er das durchziehen auf Fett? Das habe ich auch noch nie herausgefunden. Wie lange kann die KI auf Fett fahren? Wie lange kann die KI auf Standard fahren? Oder wie lange muss er auf Mager sogar fahren? Also auf Mager, das höre ich eigentlich hier nie von meinen Renningenieuren. Also diese Ansage ist sehr vernachlässigt worden in dem Teil hier. Im Vorgänger wusstest du immer genau Bescheid. Da wusstest du wirklich teilweise, was für Benzinstrategie die fahren. Da wusstest du schon am Anfang, okay, der fährt auf Mager am Anfang und fährt am Ende auf Fett. Das war immer bei der KI die langsamere Strategie. Und auf Fett und auf Mager war immer die schnellste Strategie bei der KI. Das hat man irgendwann mal gemerkt, im Vorgänger. Da war das Überholen für die KI aber auch deutlich schwerer. Hier ist das so, ich weiß nicht, wie das hier gescriptet worden ist. Ob das von was mit den Sekunden zu tun hat? Dass sie sagt, okay, erst nach 30 oder bei 30 Sekunden fangen wir an, auf Fett zu stellen. Oder gibt es überhaupt ein Schema? Oder gibt es gar kein Schema? Das ist mehr Zufall, damit der Spieler das nicht ablesen kann. Ich wollte mir eigentlich gar nicht gegen den wehren. Fahrer hinter mir. Gleiches Spiel wie vorhin, hier auf Mager, im Windschatten. Okay, uns geht das Benzin aus. Versuch ein wenig früher hochzuschalten. Das sollte etwas Benzin sparen. Gut, ich fahre auf Standard. Ich merke das gerade, wie das Auto wieder mehr zieht. So, der darf natürlich jetzt sich nicht absetzen. Also ich muss dranbleiben. Ganz, ganz wichtig. Der hat natürlich den besten. Der hat einfach mehr Topspeed. Das ist dann doch ein kleiner Unterschied. Eigentlich ist der Williams in allen Belangen noch besser. Im Windschatten spart man auch immer Benzin, nur keine Reifen. Das hat jetzt nichts mit dem Bremsen zu tun, Herr Renningenieur. Rosberg liegt in Führung. Das ist, wenn man kurz auf das Kies kommt, darauf beschleunigt, dann passiert nämlich genau das. Man droht abzufliegen. Schon habe ich noch DRS bekommen. Aber jetzt bin ich halt auch aus dem Windschatten halt raus. Boxenstoppfenster. Übernächste Runde, okay. Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 27 Runden.
In der Theorie könnte ich sogar jetzt schon reinfahren. Aber ich weiß nicht, ob der angefahren ist. Ah, das vergesse ich jetzt gerade. Der letzte, der müsste sogar angefahren sein. Der vierte müsste angefahren sein. Das ist nämlich der aus, gar nicht! Das müsste eigentlich auch nochmal ein frischer sein. Den Skatreifen aus Q2 bin ich drauf und in Q3 bin ich nur einen One gefahren. Das bedeutet, ich müsste drei frische Reifensätze haben. Wenn ich jetzt reinfahre, müsste es theoretisch ein frischer sein. Da muss man auch aufpassen mit abgefahrenen Reifen, daraus zu beschleunigen. Alter, jetzt wird's brutal hier gerade. Jetzt bin ich ganz kurz durch diesen Fahrfehler aus dem Rhythmus draußen, ja. Übernächste Runde hat er gesagt, wir werden noch 133 aber reinfahren, also die nächste Runde. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 40 Kilogramm übrig. Boah, 2,4. Das ist zu viel auf eine Runde gesehen. Da brauche ich schon fast zwei. Du warst letzte Runde 15 langsamer als Bottas. Die Frage ist, ist der neu? Also nach meiner Rechnung müsste der neu sein. Das wäre, den ich momentan drauf habe, das müsste Reihensatz Nummer 4 sein. Man hat ja nach Q3 5. Den zweiten haben wir abgegeben, den ersten haben wir quasi drauf. Nach meiner Rechnung. Also wenn er mir jetzt einen angefahrenen draufschneidet, dann frage ich mich, wo kommt der her? Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen, was ich meine. Wir haben den ersten Reifensatz in... Den ersten Weichen nämlich in Q2 gefahren. Und der ist unser Skatreifen, laut Rick Lemore. Und die Teams bekommen in Q3 noch einen frischen. Und nur den haben wir benutzt. Dann heißt es, ich habe noch drei. Dann habe ich theoretisch drei. Ja, drei frische noch. Weil wir haben hier in dem Spiel vier frische Options. Obwohl es laut Rick Lemore nur drei gibt. Komisch, oder? Aber was ich denke, das liegt mit dem Skatreifen, hängt das zusammen. Okay, Bottas fährt weiter, wir fahren rein. Gut, auf die eine Runde kommt es dann eh nicht an am Ende des Rennens. Da bin ich mir ziemlich sicher. Massa fährt auch wieder rein. Fertig, los jetzt. Sagt ihr, dass sie angefahren sind oder nicht? Freie Fahrt, das ist auch wichtig. Der Wagen hinter dir ist jetzt auf Options unterwegs. Options am Wagen hinter. Okay, dann fährt er auch nochmal rein. Als andere mich auch gewundert. Aber jetzt 2,4 Sekunden sogar auf und es ist viel. Hamilton hat gerade die Führung übernommen. Das interessiert mich gerade herzlich wenig. 23,0. Es ist wieder zwei Fahrer ausgeschieden. Aber weiter hinten im Feld. Als weiter vorne. Gucken, ob Bottas die Runde reinkommt. Oder ob er noch eine Runde fährt. Fahrer vor mir. In der Box. Der ist in der Box. Er ist in die Boxengasse abgebogen. Danke. Das habe ich auch gerade realisiert. Der bleibt vorne. Der bleibt vorne. Oder? Massa verliert eine Sekunde pro Runde auf dich. Oh, ich habe kein DRS. Der ist auf der 3, warum ist der auf der 3? Auf der letzten Rallye hier, ich will's wissen. Freundchen, du haust mir jetzt nicht ab. Wir
Also ist irgendeiner vorne ausgeschieden. Muss ja. Ich müsste eigentlich Benzin sparen und nicht rausballern. Okay, also ist Raikön nicht ausgeschieden. Die Mercedes-Crew macht sich für einen Stopp bereit. Wir wissen noch nicht, welcher Fahrer reinkommt. Okay. Nein, Untersteuer, nein, nein! Gravierendes Untersteuern. Soll ich es eher betonen sollen? Eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir. Sieh zu, ob du nicht mit DRS vorbeikommst. Oh, da vorne ist eine Überrundung. Fahrer hinter mir. Massa liegt hinter dir. 5 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 23 Runden. Und die Frage ist, wo macht der sauber Platz jetzt? Hier ist nämlich kaum Platz zum Vorbeilassen. Ah, es wird nach der Kurve, glaube ich, sein. Oder auch in der Kurve schon. Der Hintermann darf so ein bisschen Zickzack fahren. Der Vordermann darf nur einmal die Position ändern. Was mir das auf jeden Fall gebracht hat, ich bin wieder näher dran. Also ich habe diesen Fahrfehler von der letzten Kurve ausbügeln können. Also entweder Rosberg muss, glaube ich, ausgeschieden sein noch. Wahrscheinlich auch bei einer Überrundung. Aber Podium wäre schon nice. Das wäre sehr nice. Hey, er kommt so viel besser aus der letzten Kurve raus. Das ist ja krank. Also hier im ersten Sektor, hier verliere ich die Zeit. Boxenstoppfenster. In 5 Runden. Oh. Noch 22 Runden. Waren die doch angefahren? Der Sprit wird knapp. Geh es jetzt langsam an, damit wir das Rennen noch zu Ende fahren können. Ja, ich müsste eigentlich hinter Bottas das Benzin sparen. Schneller als dein Vordermann. Du bist schneller in Sektor 1. Ja, jetzt kann ich hier ein bisschen Benzin sparen. Habe ich jetzt gerade gemacht. Solange ich noch DRS von Bottas habe, können wir das so fahren. Nee, ich fahre eine Kaffeefahrt mal wieder zusammen, ich weiß. Also ich kann das Tempo von Bottas hier mitgehen, auch auf Mager. Das heißt, der muss vielleicht auch Benzin sparen. Mal kurz wieder hochdrehen. Bei 17, das spüre ich nicht mehr so wirklich. Ein kleines Ding zu spät gebremst, das habe ich gemerkt. Das hat Zeit gekostet. Da musste ich in der Kurve ganz kurz Gas geben, damit ich Übersteuern generiere und kein Untersteuern. Was auch eine Seltenheit, die man eigentlich macht. Auch
Mein Teamkollege ist schon wieder in der Box. Der fährt ja fast echt 5 Stops, ey. Aber so gravierend ist der Reifenverschleiß jetzt nicht, Herr Teamkollege. Boah, ich spare auf Scanner hier fast nichts. Du hast keine Verwarnung. Boah, auf Mager fängt man dann richtig an, Benzin zu sparen. Oh, mein Teamkollege ist vor mir. Der könnte mir jetzt mal ein bisschen die Karten spielen. Your Crash Kind is schnell, is faster than you. Ja, ab hier muss ich hochstellen, sonst bin ich aus dem Windschatten raus. Und auch schon fast aus dem DRS-Fenster. Boah, geil, wenn der den schnellen 2 Kurven den behindern würde. Das ist, glaube ich, Wunschdenken gerade. Ja, das bleibt Wunschdenken. Gut, der Brusch hat neue Reifen drauf. Massa kommt auch näher, der dreht jetzt auch gerade auf. Oh. Oh, Großdeutsch, geh mir doch nicht im Weg. Ich gehe doch nicht deinen Teamkollegen im Weg. So, die Lage zum Thema Reifen. Aktuell ist alles in Ordnung, aber langsam nutzen sie sich ab. Das hat mir mehr Zeit gekostet, eher. Ich hab DRS. Oh, schon wieder in der Box! Okay, das ist ein Bug. Jetzt ist Bottas weg. Jetzt muss ich mich nach hinten konzentrieren. Das Problem ist, wie gesagt, ich spare kein Benzin. Ich habe ja schon gedacht, mit dem Red Bull spart man ja kaum Benzin, aber mit dem Lotus ist ja so ähnlich. Jetzt bauen meine Reifen zu stark ab, jetzt merke ich es nämlich wieder. Boah, noch vor Massa zu bleiben, wird auch nochmal ein Kunststück. Boxenstoppfenster. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich. Zone 42, ja. Beim nächsten Boxenstopp wechseln wir auf Primes. Bach 19 Rücken. 1,3, der ist dran. Wie dran der ist. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Bottas setze ich jetzt ab. Bottas fährt hier im Moment etwas davon. Seine Rundenzeiten sind eine Sekunde besser. Du verlierst jede Runde etwa eine Sekunde gegen Massa. Ist da jemand mit kaputten Frontflügeln unterwegs? Oder warum fährt er so halb Schlangenlinien? Ja. Master, das habe ich mir auch gerade gedacht. Die Kollegen schon wieder in der Box. Alter, das fällt mir jetzt extrem auf. Aber dass man das nicht behoben hat, das verstehe ich nicht. Mein Knackpunkt mit dem Lotus ist nochmal abgefahrene Reifen. Das war mit dem Red Bull jetzt nicht so das gravierende Problem, aber mit dem Lotus, da muss ich auch erstmal ein Gefühl für entwickeln. Da muss ich aufpassen, der hätte schon neben mir sein können, mit seinem deutlich besseren Motor. Den kann ich auch nicht halten. Ich erinnere mich an die Situation mit Daniel Kwiat. Das war doch in der zweiten Saison, oder? Genau, deswegen war das Rennen so Da habe ich mich mit Kwiat duelliert. Okay, da muss ich echt sagen, der Lotus lässt sich dann doch besser fahren. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder ist dann doch die Eckespur schneller? Dann kriegen die beiden es einfach nicht gebacken, Maldonado und Grosjean. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Also früher war da die KI ein bisschen schlauer. Weil da hätte die KI früher, wäre sie weiter innen gefahren.
Also da gibt es ein paar Patches, die die KI auch wieder weniger aggressiv gemacht haben, weil früher hatte ich mich, weiß ich noch, wo er konnte sich gar nicht wehren, wenn sie weiter innen reingestochen hat. Aber das macht sie jetzt nicht. Jetzt ist sie knallhart auf ihrer Linie geblieben, was mich sehr gewundert hat. Weil wenn der schon Kampflinie fährt, war ich noch weiter Kampflinie. Um an dem vorbeizukommen. Ja, Bottas sind alt mir jetzt. Bottas sollte in den nächsten paar Runden reinkommen. Ja, wie auch. Ja, wie auch. Im Nachhinein sage ich, 3 Stops waren hier nicht möglich. Und der Reifenverschleiß war nicht geringer als erwartet. Du musst diese Na gut. Da gibt die KI grundsätzlich nach, weil sie die Kurve nicht bekommt, ja. Das kannst du nur machen, wenn du da wirklich frische Reifen hast und deutlich mehr Grip hast. Das habe ich nämlich vorhin auch schon mal gemacht, da außen. Dann kannst du da so überholen, aber sonst hast du da keine Schnitte. Wieso ist der Williams von mir so langsam? Der biegt gerade in die Boxengasse ab, ich glaub's jetzt nicht. Und Massa fährt weiter. Aber warum ist der Bottas so langsam? Wir haben es richtig aufgeholt auf den. Warte mal, wir müssen mal kurz schauen, ob der den Frontflügel gewechselt bekommt. Nee. Aber warum ist der langsam geworden? Los, los, los. Vorhin waren sie mir noch 6 Sekunden. Das sind jetzt keine 2 mehr. Da ist doch irgendwas passiert. Fährt er schon auf der 7. Scheiße. Ja, und schon bin ich wieder hinter Bottas dran. Das ist sehr komisch. Fahrer hinter mir. Vettel hinter dir. Der hat doch keinen Top-Speed. Der hat ein Problem. Der hat einen angeknacksten Frontflügel. Der hat einen angeknacksten Frontflügel. Ja, super. Okay, jetzt muss ich mich aber gegen Massa verteidigen können. Und ich kann es nicht. Der hat einen angeknacksten Frontflügel. Das hat man jetzt gerade gemerkt. Ein angeknacksten, der aber nicht repariert wird, weil der grafisch nicht aufgezeichnet wird. Dann war das wieder bei einer Überrundung. Okay. Fahrer vor mir. Quert vor dir. Der Abstand beträgt 9 Sekunden, okay. Noch 16 Runden. Ich kann mich auf Fett stellen. Um mich gegen Massa zu covern. Fahrer hinter mir. Damit ist Bottas auch aus dem Rennen. Fahrer hinter mir. Vettel liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 6 Sekunden. Ich hoffe, dass der noch mal rein muss. Ich hoffe, hoffentlich muss der noch mal rein. Quiert. Bus Massa. Massa fährt weiter. Quiert in der Box. Massa fährt weiter. Ich spare kein Benzin. Jetzt fange ich an, Benzin zu sparen. Und beim Anbremsen. Aber jetzt... Ich spare nichts. Oder minimal auf Standard. Fahrer vor mir. Was ich mir wünsche, ist, dass man noch bis 20 bis 25 programmiert. Okay, das Auto sollte jetzt viel leichter sein. Wir haben nur noch etwa 25% Benzin übrig. Also mein Auto muss bis 25 programmiert werden, weil das ist meistens immer ein Boxenstopp. Ich merke gerade, der Master fährt die gleichen Rundenzeiten wie ich. Soeben an die Box gefahren. Master kommt zum Boxenstopp. Okay. Es sind dann noch 15 Runden. Ist das der Punkt? Ja. Okay, Massa kriege ich. Gut gemacht, super überholt. Ha ha ha. Das kann ein Kleinkind sogar. Fahrer vor mir. Wir sind pro Runde 9 Zehntel langsamer.
Oh, Feige, danke. So, jetzt natürlich versuchen. Ja, ich kann mich nicht gegen Master verteidigen. Ihr seht selber, ich spare kein Benzin. 0,0. Nur wenn ich früher hochschalte, dann fange ich an, Benzin zu sparen. Das stimmt wirklich. Aber sonst spare ich nichts. Ja, ich sehe es gerade. Ich fange jetzt leicht an, früher hochzuschalten. Wir sind es denn 1,7. Hamilton biegt in die Boxengasse ein. Er ist an der Box. Hä? Der war in der Box, willst du ja sagen. Gut, in den langsamen Kurven hier, da kannst du nicht wirklich Benzin sparen. Das geht dann wirklich nur in den schnellen Kurven besser. Oder bei nicht so langen Beschleunigungsphasen, da geht es auch noch relativ gut. Aber sonst ist es extrem schwer, Benzin zu sparen. Hier vielleicht einen Gang höher fahren, das spart auch nochmal ein bisschen Benzin. Es ist wieder einer ausgeschieden. Ich glaube nicht, dass es Hamilton oder Raikön sind. Aber das wird dann schon extrem krass. Oh, jetzt generieren noch Untersteuern. Der Mast scheint auch nicht so ganz mit den Primes zurechtzukommen. Die Reifen? Ja, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich ein bisschen Benzin sparen muss und weil ich ein paar Kurven nicht gut erwischt habe. Die Reifen sollten kein Thema sein. Ich kann mich momentan nicht verteidigen auf einer langen Geraden. Das war nochmal ein bewusstes Hochschalten in den Achten. Das ist natürlich jetzt auch für mich die leichteste Möglichkeit, Benzin zu sparen. Früher hochschalten. Im letzten Sektor kann ich mir das nicht so wirklich erlauben. Da muss ich den Motor aufdrehen. Zustand deiner Reifen. Du solltest noch eine Weile fahren können, bevor du dir Gedanken machen musst. Aber das ist Massa-Sektor. Das ist KI-Sektor hier. Du liegst knapp vor Massa. Gib Gas, er darf dich nicht einholen. Reifen sehen noch gut aus. Ah, letzte Rille gebremst, geht aber völlig in Ordnung. Auch hier bewusstes Schalten, ganz kurz in den Achten.
muss halt Benzin sparen, so dass man nicht viel Zeit verliert auf die Konkurrenz. Das ist so ein bisschen das Geheimnis. Ja, das war auch wieder abgekürzt. Aber ich den Kurveneingang schon viel zu langsam angegangen. Da habe ich schon Zeit liegen lassen. So langsam tut sich das mit dem Benzin, aber auch so langsam tut Massa einen Angriff vorbereiten. Noch 10 Runden, Jaco Mio, ey. Ich bin gerade so sehr auf die Anzeige da fixiert, dass die mal eigentlich mal in den Plusbereich wandert. Okay, Reifen bauen immer noch nicht ab. Der Benzinstand ist jetzt an der 15 Kilo Marke. Noch 15 Kilogramm Benzin. Die Überrundung kommt auch nicht mal hier zustande. Würde mich nämlich auch mal gerade ein bisschen freuen. Obwohl, wenn der so dicht hinter mir ist, bringt mir das auch nichts. 0,6. Ich kann jetzt nicht mehr Benzin sparen eigentlich. Jetzt muss ich hier rausballern. Das habe ich hier jetzt nicht so kompliziert vorgestellt mit dem Mercedes-Motor. Das erinnert mich so ein bisschen an Brasilien Hamilton. Gut, ich kann versuchen, ihn vorbeizulassen und nochmal ein bisschen Benzin zu sparen, aber wo soll ich denn wieder überholen? Das ist die Gegenfrage. Hamilton hat gerade die Führung übernommen. Das ist momentan das Problem, was ich so ein bisschen habe. Ich kann ihn vorbeilassen, ich kann ihn quasi vorbeiwinken. Ich konnte mich so nicht gegen den verteidigen. Das habe ich auch deutlich gespürt. Jetzt fangen wir eigentlich an, richtig Benzin zu sparen. Weil wo soll ich den überholen? Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Schneller als der Wagen vor dir in Sektor 1. Fahrer hinter mir. Quert liegt hinter dir. Über 15 Sekunden. Okay, das ist Geschichte. Also Vierter werden wir auf jeden Fall. Also ich merke, wo ich stärker bin, das ist beim Anbremsen. Wo ich schwächer bin, ist bei der Traktion und bei langen Geraden. Auch die Kurve komme ich hier besser raus. Aber dann kommt seine Stärke wieder zum Tragen. Obwohl, ich habe vielleicht eine Stelle gefunden am Ende des Rennens. Jetzt kommt ja seine Stärke zum Tragen, man merkt das deutlich. Klar, da hätten jetzt, glaube ich, einige von euch wieder auf Fett geblieben und vorbeigefahren. Aber was habe ich davon? Was habe ich davon? Meine Taktik ist jetzt, das Ganze auszureizen bis in die letzte Runde. Und ich habe auch schon meine Stelle gefunden, wo ich dann den Spatenstich quasi setzen möchte. Weil der Massa, der fährt nicht das Tempo von Bottas. Wetterbericht. Das ist jetzt hier taktisches Fahren. Er hat das stärkere Auto. Und ich versuche im Windschatten quasi nur sein Tempo mitzugehen. Deine
Hier gewinnt er Zeit. Das merkt man deutlich. Das war mal letzte Runde 3 Zehntel schneller als du. Ihr könnt auch mal in den Kommentaren schreiben, wie würdet ihr den noch versuchen zu bekommen? Hättet ihr da jetzt auch schon einen Schlachtplan? Fahrer vor mir. Massa vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Du bist sehr weit draußen. Noch 7 Runden. Okay. Reifenbeulen ist noch nicht so, aber ich weiß nicht, wie sie. 5 Zehntel auf quer pro Runde. Das interessiert mich gerade nicht. Da habe ich den Körper extrem brutal mitgenommen. Eher eine Info zum Benzinstand. Er ist jetzt bei 10 Kilo. Es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. Da vorne ist wieder eine Überrundung. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ja. 2 sogar. Schlecht. Warum schiebt das Auto dort? Wenn Massa auch von den DRS bekommt, dann war es das eigentlich. Stevens lässt hier schon vorbei. Ich muss natürlich dafür sorgen, dass ich auch jetzt durchschlüpfe, und das tue ich auch. Der hat angezogen, habe ich das Gefühl. Oder ich fange abzubauen, das kann auch sein, wegen den Reifen. Oh, die Hinterräder merke ich schon. Schlechtes Zeichen. Die Vorderräder merke ich jetzt auch schon. Muss ich den doch abreißen lassen? Solange ich noch DS habe, vielleicht nicht. Aber dann wird der Spatenstich immer schwieriger zu setzen. Schön für Hamilton. Das ist halt ein Podiumsplatz, der Master gerade hat. Das ist ein McLaren. Auch hier mal was ganz Kurioses gemacht. Das Auto rutscht mit einem Vierräder, aber ich gebe Gas. Um kein Unterstören zu generieren, sondern ich möchte eher, dass das Auto um die Kurve driftet. Ich weiß nicht, ob man das mal vielleicht mal gehört hat. Boah, das ist Anspannung gerade hier. Noch 5 Runden mit dieser. Die Frage ist, bauen bei ihm die Reifen schneller ab als bei mir? Okay, wir haben noch etwa 10% des Startbenzins übrig. 5,8 Runden. Ich würde aber sagen, spontan die Ansage kommt zu spät. Da könnte DRS bekommen. Da vorne ist er doch ein Sauber. Das wird knapp nicht, glaube ich, nicht reichen. Für DRS. Aber das ist zum Beispiel eine Überrundung von Button. Die stört Massa gar nicht. Die könnte mir mehr stören. Er hat keinen DRS. Mit deiner Reifen, ey, ganz ehrlich. Du kommst an Massa heran. Versuch an ihm vorbeizukommen. Ja, er kriegt schon blaue Flaggen. Der macht für mich scheiße Platz. Der macht für mich richtig scheiße Platz. Hm.
Der hat jetzt für mich richtig beschissen Platz gemacht, der Button. Ja, Benzin jetzt komplett wieder im Minus. Jetzt noch. 1, oh, ganz knapp. 1,0. Ich weiß es nicht, ob ich DS habe oder nicht. 5 Kilo Benzin im Tank. Nur noch 5 Kilo Benzin. Ja, ich hab's noch. Aber beim Messpunkt war es weniger. So, der ist sauber. Der könnte vielleicht mir in die Karten spielen. Noch 3 Runden mit dieser. Das ist Eriksson. Aber auf jeden Fall ein spannender Saisonauftakt hier. Oh ja. Oh ja. Der spielt mir richtig in die Karten. Der Frontflug ist noch dran. Wo ist denn der? Da ist der Eriksson. Aber da war nirgendwo eine Tür offen. Das war das Problem. Das Einzige, was er mir gebracht hat, ist Zeit. Ich weiß, dass ich eigentlich Benzin sparen müsste. Wie das runtergeht. Ich glaube, das Gefühl, der hat frischere Reifen. Oder hat einfach Benzinreserve mehr. Na, was haben sie nochmal angezogen? Ich komme nicht mehr näher ran. Das ist gerade mein Problem. Du kommst an Massa heran. Versuch an ihm vorbeizukommen. Du kommst an, das ist zu wenig. Das ist deutlich zu wenig. Vettel nochmal mit der neuen Runde, schnellsten Rennrunde. Vettel ist gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Ne, den Spanischen Strich kann ich leider nicht setzen. Hamilton hat gerade P1 eingenommen. Das ist eigentlich die letzte Chance, DRS. Und zwar die zweite. Da wollte ich den Spanischen Strich eigentlich setzen. Aber ich habe nicht mal mehr DRS. Okay, dann können wir es vergessen. Das ist Platz 4. Ziel erreicht, aber kein Podium. Weil jetzt muss ich anfangen, Benzin zu sparen. Was hätte ich das Benzin in der letzten Runde gesetzt? Hier hätte ich dann versucht, besser rauszubeschleunigen wieder. Wie das eigentlich die ganze Zeit der Fall war. Ja, aber dann die Reifen. Mh. Das ist die Farbe, wo ich das dann merke. Eine Runde zu früh. Eine Runde zu viel. Eine Runde zu viel. Schade. Ja, jetzt lasse ich mich natürlich Massa ziehen, weil ich natürlich noch mit dem Benzin haushalten muss. Okay, ist optimal. Schade. Kein Podium, aber wir haben das Ziel erreicht vom Team. Ist auch viel passiert im Rennen. Das war aber auch Anspannung. Also Pascal Lehrweiler, dann konnte ich gar nicht ansprechen, so wirklich. Weil wir uns die ganze Zeit mit den beiden Williams duelliert haben. Abkürzen. Gerade hier die Kurve. Glückwunsch an Hamilton.
extrem. Vielleicht deswegen auch das Podium nicht verdient. Fahrer hinter mir. Quert hinter dir. Der Abstand beträgt über 15 Sekunden. Das ist auf jeden Fall verdient, vor dem zu kommen. Was mit Bottas da passiert ist, werden wir auch noch aufklären. Da ist viel passiert, was auch mit Vettel passiert ist, keine Ahnung. Ericsson holt keinen Punkt. Aber keine Überrundung, nichts dergleichen. Also mit dem vierten Platz kann ich mich trotzdem sehr freuen. Da ist auf jeden Fall noch was möglich im Verlauf der Saison. Und Grafikbugs haben wir auch. Geil, oder? Das hatte ich noch nie. Das ist der Lotus. Ja, geil. Richtig geil. Aber wir freuen uns. Und damit ist das erste Rennen hier in Melbourne zu Ende. Lewis Hamilton steht am Ende ganz vorn und gewinnt 25 Punkte. Alle Fahrer haben Respekt vor Hamilton. Er ist einer der schnellsten in der Formel 1 und wenn er in einem konkurrenzfähigen Auto sitzt, hat er immer eine Chance, vorn mitzufahren. Das hat er heute erneut bewiesen. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Der Rosberg ist nicht hier vorne. Wenn sein Auto mithält, hat Matthias von Römer am Anfang gesagt, es hat nicht mitgehalten. Glückwunsch an Hamilton zum ersten Saisonsieg und zum ersten Spatenstich in Sachen WM. Raikön auf der 2, Massa, den konnten wir nicht halten. Am Ende waren es dann noch 4,5 Sekunden. Beachtlich dann nochmal zum Schluss in der letzten Runde, was der Brasilianer da rausgezaubert hat. Wir aber Vierter. Mehr als ich erwartet habe. Quert sauber abgezogen. Wirklich mit 15 Sekunden. Vettel nur Sechster, der hat auch einen Boxenstopp mehr gemacht, da war auch irgendwas faul an ihm. Verstappen und Sainz, beide Toro Rosses punkten hier auf 7 und 8, Hülkenberg am Ende 9. Und Alonso, der holt einen Ehrenpunkt für das Team McLaren, ja. Also Perez und Grosjean, da würde ich einfach mal sagen, die haben einen Boxenstopp. Mag ich lese gerade nur Bottas, Rosberg, Meri disqualifiziert. Ich will es gar nicht wissen. Und Ricciardo ist ausgeschieden. Also auf Ricciardo die Suche kann ich mich. Auf die Ricciardo-Suche kann ich mich schon mal gefasst machen. Stimmt, den haben wir auch nicht gesehen gerade. Ist mir auch wirklich aufgefallen. Der war auch nicht wirklich dabei. Bottas, Rosberg und Meri. Die stehen wahrscheinlich eben. Ich denke mal, parken am gefährlichen Ort. Will ich jetzt mal so tippen. Ja. Ach, das war was. Ach, da war Vettel und. Also Runde 18, Vettel. Runde 18, da war was mit Vettel. Das sehen wir ja ganz deutlich. Und dann ging es los in Runde 34 mit Herrn Rosberg. Das war wirklich bei einer Überrundung, also relativ spät im Rennen. Grosjean, ach, der hat die Strafe bekommen wegen gelbe Flagge ignoriert. Und Runde 43 mit Bottas. Da war auch wieder was mit Vettel, lese ich gerade. Gefährliche Stelle mit Vettel. Und das war's. Okay. Also Bottas und Vettel, also Vettel hier sehr viel involviert. Vettel mit Perez, das ist eine Überrundungsgeschichte. Und Rosberg mit Meri, das wird auch... Also alles Überrundungsgeschichten hier. Ihr enttäuscht mich, Codemasters. Obwohl, es ist nichts Neues. Ja, das ist sonnenklar. Aber was setze ich mir als Ziel für die Konstrukteursmeisterschaft? Also ich muss mir hier vielleicht fast The Red Bull auf die Fahne schreiben. Aber ich merke, dass der Grosjean jetzt wieder nachgelassen hat. Also nach dem neuesten Patch ist fährt er nicht mehr so das Niveau, was ich mir erhoffe. Schade eigentlich. Ich glaube, den Mario Ronaldo haben sie stärker gemacht als den Grosjean mittlerweile. Haben sie es umgedreht. Na gut, das ist ja normal. Das ist ja nach dem aktuellen Stand, nach dem ersten Rennen. Aber das, ich glaube, Red Bull müssen wir uns hier als Ziel schreiben. Ricciardo. Aber Quert wird nicht immer so gut punkten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der hat nämlich das sogenannte Qualifying-Syndrom. Das Fazit zu diesem wunderbaren Rennen. Ja, mehr ist aber rausgesprungen, als ich gedacht habe am Anfang des Rennens. Auch im Qualifying und Training. Mit Position 4 haben wir auf jeden Fall das Optimum rausgeholt. Gegen die Williams da habe ich mich extrem schwer getan. Bin auf dem Niveau schon gefahren. Aber sobald die Reifen abgebaut haben, kam dann doch der kleine, aber feine Unterschied zum Tragen, wo der Williams dann doch eine Spur noch besser ist hier, zumindest auf dieser Rennstrecke. Start war ja suboptimal, obwohl, wenn ich daran denke, dass ich wieder Probleme hatte mit dem Gaspedal am Anfang, habe ich mich hier noch relativ gut aus der Affäre retten können und somit auch hinter den beiden, wir müssen mich einordnen können. Boxenstopp, es war 4-Stop fällig. Alles andere wäre hanebüchen gewesen, wäre unmöglich gewesen. Genauso wie die beiden Williams das gemacht haben. Also auf die gleichen Strategie, aber der Unterschied ist halt gewesen,
Mit den abgenutzten Reifen. Danny Ricciardo hat im Rennen nicht so wirklich was gerissen. Der hat auch relativ früh schon Probleme gehabt, an den beiden Saubers vorbeizukommen, die sich so gegenseitig Windschatten und der spendiert haben. Und dass der Red Bull ein Auto ist, was kein Topspeed hat, das wissen wir ja mittlerweile schon lange. Was gibt's sonst noch zu sagen? Rosberg und Vettel, die haben sich so ein bisschen selber ins Ausgeschossen während des Rennens. Wir werden das natürlich gleich noch alles aufklären, was da passiert ist. Auch mit Valtteri Bottas, wieso der auf einmal auch langsamer war. Also, im Normalfall wären wir Siebter geworden, wenn diese drei Fahrer halt normal gefahren wären. Also deswegen, da muss man auch sagen, siebter Platz. Der Massa, beziehungsweise Achter hätte ich eigentlich werden müssen. Ne, siebter, weil Ricciardo noch hinten war. Genau, Ricciardo und Kvyat, die waren... Ja, die waren nicht mal in meiner Reichweite. Also ist wahrscheinlich auch Red Bull wirklich das angesprochene Ziel. Fangen wir nun einfach mal an mit den Szenen. Und wir fangen an mit... Wen wohl? Sebastian Vettel. Das Ganze wieder bei einer Überrundung, wie eigentlich alle Szenen hier. Mit Manor. Das erinnert mich so ein bisschen an die Profisaison. Ja, das war nämlich damals mit Nico Rosberg in der vorletzten Runde, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, da war das nämlich so ähnlich. Mit dem kleinen Unterschied, da stand Rosberg nur rechts daneben. Einige Fahrer hatten mit dem angefahrenen Vettel dann ein paar Probleme, nämlich zum Beispiel hier der Felipe Massa. Hat aber Glück gehabt, dass er im Frontflügel dran geblieben ist und ein Force India meinte, ich glaube das ist Checo Perez, meint einfach mal den Vettel da mal umzudrehen. So im Motto, ja, gib mir doch mal den Platz, Kollege. Ja, alles andere finde ich so ein bisschen fies von dir. Die Sicht war jetzt nicht grandios gewählt, deswegen noch einmal, wie das kassiert ist. Oder passiert ist, kassiert hat er aber auch viel, der fährt in diesem Rennen. Ricciardo-Ausfall, kurz und knapp, das war ein Motorschaden. War nicht unüblich in der Red Bull-Saison 2015. Lesen wir die nächste Szene aus. Manu und Rosberg, das ging schon oft nicht gut und das ging hier auch wieder mal nicht gut und deswegen, die verkeilen sich und deswegen heißt das hier, parken am gefährlichen Ort. Da habe ich richtig, richtig Glück bei dieser Situation, dass ich da quasi eine Position geschenkt bekommen habe. Aber Rosberg sticht da auch viel zu weit innen rein, da muss man aber nicht unbedingt den Manu die Schulter für die Schuhe schieben. Ja, klären wir mal die Situation mit Bottas auf. Warum hat er da schon einen Schlag bekommen? Auch von einem Force India. Der ist hier deutlich schneller auf der Geraden. Und dann dreht er sich weg. Und da kam ein Unruhestifter namens Vettel auch nochmal schön an. Und Vettel, der wird sich denken, weißt du was, du schießt mit deinem Weg. Dann mache ich das später noch einmal. Aber das Ganze nochmal aus der TV-Kamera. Da sieht man nämlich immer schön den Dreher oder auch wie Vettel angerauscht ist. Das wäre, glaube ich, so eine typische Situation gewesen, wo vielleicht sogar das Safety Car rausgekommen wäre. Weil die Schelle fährt man normalerweise im fünften, beziehungsweise auch manchmal im sechsten Gang. Angesprochen, Vettel, der möchte sich gerne revanchieren. Und wie macht er das am besten? Ich schieb dich einfach mal weg. Kollege, du bist mir zu langsam in deinem Williams. Gib doch einfach mal ein bisschen mehr Stoff, ja. Und dadurch dreht er den Valtteri Bottas weg. Auch sehr gefährliche Situation. Aber das war der Auslöser für Bottas Parken am gefährlichen Ort. Und ja, da gibt es auch kein Halten mehr. Und das sieht auch sehr spektakulär aus, wie die da vorbeirauschen mit circa, was hat man da drauf? 260, 250 so um den Dreh. Nicht gerade ungefährlich. Wir lösen weiter auf. Vettel hat sich dann während des Ganzen nochmal die Nase angefahren. An einem Sauber, gleiche Szene wie mit dem Force India. Zum Schluss habe ich nochmal eine schöne spannende Szene herausgesucht, nämlich das Sprintduell auf Start und Ziel, nämlich Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton. Da hat nämlich am Ende nicht viel gefehlt. Eigentlich so gut wie gar nichts. Das waren wirklich, ja, 9, 10 Meter vielleicht. Und wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Formel 1 oder sonst 15.